What's the tricky name of this man? Lugner. Wie heißt dieser Knirch? Lugner? Da kann ich nicht mithalten. Bin ein Zwergerl. Meine Frau meint, sie will mit coolen Männern ausgehen. Das ist der Mr. Props. Und ich bin nicht cool genug, folglich bin ich noch da. Lugner, Richard Lugner. Und für seine Alter, nur der Haar. Bessere Frisur ist im Wahnsinn. War nicht grau, Majestät, was sagen Sie? Ausgezeichnet. Lugner, wie macht das? We can. Österreich braucht gerade jetzt, einen Baumeister aus dem Volk. Yes, we can. Österreich braucht gerade jetzt einen Baumeister aus dem Volk. Meister! Lugner, Richard Lugner. Fatality. Mit 700 Mitarbeitern. Ein Einkaufszentrum, wo mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das habe ich meinem Leben. Dildo. Von einer Freundin von mir. Der war so riesig, der war bestimmt 40 Meter lang. Das ist kein Scheiß. Ein Dildo. Von du singst against den Boston Chords. Seine Schiedsgerichte. A lot of our farmers lose healthy jobs because we bring a lot of very cheap volume. Und Herren von Steuergeldern bezahlt. Und zum Beispiel, wie die mir persönlich sehr sympathische nette Heidi Kohl mit 6 Kindern sogar schon eine liebe Omi. Und wir, die Lugners, werden den Wählern dieser Bundespräsidentenwahl ein völlig neues Angebot machen. Mein Mann. Lugner. Richard Lugner. Der Baumeister Richard Lugner. Nice! Because it's. Du singst against the Austrian courts, the Schiedsgerichte. And a lot of our farmers lose their jobs because we bring a lot of very cheap produce products to Austria and the Austrian farmers have built very good products. Ja, mein Mann Richard und ich, wir schaffen das. Yes, we can. Österreich braucht gerade jetzt einen Baumeister aus dem Volk und keine pensionierten Doktoren als Bundespräsidenten. Er ist der Repräsentant des gesamten Volkes. Nur 14% der Österreicher haben einen akademischen Abschluss. Ich vertrete daher 86% der... Wie heißt dieser Knirch? Lugner? Lugner. Richard Lugner.